Ein gewisser Marcel Hirscher, eine gewisse Anna Veitz und ein gewisser Haubenkoch Andreas Döllerer haben was gemeinsam. Und zwar waren sie alle hier in Bad Hofgastein in der Schule. Und ich bin gespannt, was aus dem Herrn einmal wird, der jetzt neben mir steht. Jakob Quenberger, schönen guten Abend. Servus Jakob. Guten Abend, hallo. Du hast uns ein Gericht heute mitgebracht, denn auch du besuchst diese Schule. Ganz genau heißt die HLT, Höhere Lehranstalt für Tourismus. Tourismus. Sag uns mal, was kochen wir heute? Also wir kochen heute Karotten-Quinoa-Bällchen auf ein Sellerie-rote Rübengemüse mit ein bisschen marinierten Rucola-Salat und einem sauren Dip. Klingt gut. Leg bitte gleich einmal los. Klingt nach einem sehr, sehr leichten Frühlingsgericht. Was sind so die ersten Schritte? Also jetzt gehen wir mal da fein geschnittene Zwiebel und Knoblauch in die Pfanne. Okay. Mit ein bisschen, und du weißt, ich bin dein Lehrling, teil mir nur Einheit, gell? Jawohl. Wenn irgendwas gibt's? Das glasieren wir da jetzt ein bisschen. Du hast zu mir vorher gesagt, soll eh nicht zu heiß sein? Soll nicht zu heiß sein, weil beim Olivenöl ist es so, das sollte man nicht zu heiß erhitzen, okay. Weil sonst wird es bitter. Jetzt gehen wir da ein bisschen, können wir anschauen. Mhm. Ein bisschen Gas geben. Das heißt, Knoblauch geschnitten, Zwiebel geschnitten kommt rein, Sellerie kommt rein. Ja, rote Rübenblätter. Mhm. Ist das ein Gericht, das du heute zum ersten Mal machst? Nein. Also schaut nicht so aus, aber. Nein, wir haben schon. Also ich habe schon ein paar Mal durchgekocht und es ist halt gerade jetzt für die Fastenzeit perfekt, was Leichtes. Riecht schon mal herrlich, aber ich glaube, das ist einfach der Knoblauch, der mir schmeckt. Sehr gut. Brauchen wir noch ein bisschen mehr Hitze? Bisschen noch. Passt. Und wenn ich dich jetzt bitten darf, ein bisschen Zitronenschale da rein zu reiben. Okay, gut. Aber bitte nicht das Weiße. Also wo ist da was Weißes? Das ist unter dem Gelben, weil das ist bitter. Okay, du sagst Shop. Ein bisschen drehen. Was drehen? Du sagst mir währenddessen Skifahren oder Kochen, was ist der lieber? Kochen, eindeutig. Okay, aber Skifahren kannst du auch nicht mehr an, oder? Ja. Okay. Ah, da ist das Weiße. Brauchen wir noch mehr? Nein, reicht, danke. Passt. Jetzt tun wir das ein bisschen mit Pfeffer zuerst. Okay. Würzen. Während das so vor sich hin brutzelt, kommen wir schon langsam auch zu den Bällchen. Quinoa-Karottenbällchen. Für alle, die noch nie was von Quinoa gehört haben, was ist das überhaupt? Quinoa ist ein Urgetreide aus den Anden. So schaut's aus. Von Peru. Ja. Und ist sehr gesund. Gehört zur Gattung der des Fuchsschwanzgetreides. Was? Ja, das Fuchsschwanz ist eine Säge. Nein, da gibt es eine eigene Getreideart. Und ist eben ein sehr gesundes Getreide und schmeckt sehr gut. Sehr gut. Dann fangen wir gleich an mit den Bällchen. Du hast ja schon ein bisschen was vorbereitet. Ja, also da haben wir die fertige Masse. Mhm. Die besteht aus eben, wie ich gesagt. Da ein bisschen Platz. Danke. Wie gesagt, aus Quinoa. Dann haben wir da zwei Eigelberinnen. Mhm. Semmelbrösel, Karotten, ein bisschen Zwiebel, Knoblauch. Und die Kugeln werden wahrscheinlich, oder die Bällchen werden einfacher mit nassen Händen oder feuchten Händen, oder? Ja, wahrscheinlich. Also sie gingen ohne nasse Hände auch zum Formen, aber feiner ist mit nasse Hände, dann bleibt nicht so viel bicken. Spannend. Mund öffnen heißt jetzt bei unseren Karotten-Quinoa-Bällchen vom Jakob Quenberger. Jakob, was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Also wir haben jetzt da mal die zwei Bällchen im Fett herausgebacken. Mhm. Welches Fett? Normales? Normales Rapsöl. Und die haben jetzt auf ein Küchenkrepp gelegt, dass er das Fett ein bisschen abtropfen kann, dass es leichter wird. Küchenkrepp, sagst du zu einer Servietten? Schön. Ja, ist ein bisschen der schönere Ausdruck. Das lernt man auch in der Tourismusfachschule. Das heißt, die bleiben eigentlich gar nicht lang drinnen. Nein, nur so circa 30 Sekunden, bis sie eine schöne goldbraune Farbe haben. Mhm. Und jetzt könnte man eigentlich da schon anrichten. Zum Anrichten. Sehr gut. Als Basis, als Grundlage unten Rucola-Salat? Der Rucola-Salat, der wird mariniert mit einer Essig-Öl-Dressing. Okay, welcher Essig? Birnenessig habe ich jetzt verwendet. Aber es eignet sich jeglicher Essig. Also und Olivenöl. Und Olivenöl, ein bisschen Salz, Zucker, Pfeffer und ein Schuss Wasser. Birnenessig, schmeckt der ähnlich wie Apfelessig? Ja, ist ein bisschen feiner, ein bisschen süß oder leichte Süße. Oder? Ja. Nicht so. Ja. Okay. Also ein leichtes Frühlingsgericht, das Sie übrigens gerne nachkochen können auf unterwegs.orf.at. Jetzt kommt das Gemüse drauf. Das setzen wir da in die Mitte rein. Ja. Circa zwei Löffel. Was nach meinem Geschmack geht, braucht man nicht so. Ja, genau, das passt schon. Wobei, nein, Sellerie mag ich eh. Ja. Okay. Und jetzt setzen wir da das Bällchen in die Mitte drauf. Und geben
rundherum. Jetzt wird es verfeinert mit? Mit einem Sauerrahm-Tipp. Ist auch ganz einfach. Also rein Sauerrahm, Petersilie, Schnittlauch, Salz, Pfeffer und Knoblauch. Und fertig. Und perfekt fertig ist die Frühlingsvorspeise, weil Hauptgang ist das keiner, gell? Vorspeise. Und man kann es auch als Hauptgang essen, man kann es ein bisschen größer gestalten. Also muss halt nur ein Bällchen drauf dann. Ja. Oder nur fünf. Sehr gut. Jakob, vielen, vielen Dank für das Gericht. Sie können jetzt die Menschen nicht hören, aber sie sehen sie. Das ist dein Applaus, Jakob. Beziehungsweise umgekehrt. Sie können sie nicht sehen, aber sie hören sie. Und sie sehen sie auch. Wahnsinn.